Helt överväldigad. Det är underbart med responsen ifrån hela världen. Alla som provkör märker skillnaden. Det spelar ingen roll om du är en nybörjare eller om du har åkt hoj hela ditt liv. Från raceförare till motionär. Alla märker skillnaden direkt. Responsen är underbar från hela världen. Vad kommer sen? Det här är verkligen, vi har verkligen kommit långt nu. Det är svårt att slå det här liksom. Det kommer att ta många år och vi får jobba hårt för det. Idéer finns alltid, men vi får se vad framtiden utvisar. När man die Technik des Motors näher beleuchtet, kann man auch Vorteile dieses Konzeptes erkennen. Es lassen sich zum Beispiel durch diese Motorkonfiguration die Wellen im Motor, wie die Kurbelwelle und die zwei Getriebewellen, deutlich näher aneinander positionieren. Das heißt, man erhält einen sehr kompakten, einen sehr kleinen, sehr packaging-optimalen Motor. Des Weiteren hat dieses Konzept auch große Vorteile in der Bodenfreiheit, wie man leicht erkennen kann, weil einfach die Kurbelwelle den Rahmenunterzügen in diesem Bereich nicht im Weg ist. Und außerdem ist der Krümmer und der Auspuff sehr gut gegen Schläge und Beschädigungen geschützt. Ich war zuständig für die Serienüberleitung der neuen Motorenfamilie von Husaberg. Und schon vom ersten Moment an, als wir den Motor in die Hände bekommen haben, waren wir sehr neugierig und teilweise auch skeptisch, wie sich denn dieser Motor im Motorrad fahren lässt. Aber schon ab den ersten Prototypentests wurde uns sofort klar, dass der Unterschied im Handling und der Unterschied im Fahrgefühl einfach sehr positiv auffällt. Deswegen haben wir uns auch dann entschieden, dieses Motorkonzept in die Serie umzusetzen. Wir haben uns deshalb für eine kleinere Hubraumvariante, für eine 390er entschieden, weil die 450er für gewisse Fahrerstrecken und Untergründe nicht ganz so perfekt geeignet ist wie eine kleinere Hubraumvariante. Dieses Motorrad bietet einfach deutlich mehr Traktion. Es ist sehr einfach zu fahren und man kann stundenlang am Bike sitzen, ohne dass man lange Hände bekommt. Der Grund, warum wir keine 250er gemacht haben, ist der, dass wir auf der 390er oder auf einer etwas größeren Hubraumvariante ein deutlich breiteres, nutzbares Drehzahlband haben. Und dieses Motorrad aufgrund der neuen Motorkonfiguration ohnehin das Handling einer 250er besitzt. Deswegen hätte es für uns, für Husaberg, keinen Sinn gemacht, dieses Motorkonzept auf 250 nach unten hin auszudehnen. Ich denke, dass dieses Modell für sehr viele Fahrer attraktiv sein wird. Ich denke da vor allem an Fahrer, die sehr lange Enduro-Rennen fahren, wo es darauf ankommt, dass das Motorrad den Fahrer nicht zu sehr ermüdet und wo es vor allem auch darauf ankommt, dass man die Tankstops ausweitet. Das heißt, ich komme einfach mit einer 390er deutlich weiter mit einer Tankfüllung als mit einer 450er. Außerdem denke ich, dass dieses Motorrad sehr gut für Extrem-Enduros geeignet ist, wo es gilt, sehr schwierige Hindernisse zu überwinden, weil ich eben eine fabelhafte Traktion habe und das Handling so leicht von der Hand geht. Ich denke, dass es außerdem für Fahrer geeignet sein wird, die sich einfach nicht in die klassischen Hubraumklassen einengen lassen wollen und aus diesem Grund einen etwas kleinen Hubraum wählen wollen.
Landwehrsport ist in den USA und in letzter Zeit auch immer vermehrt in Europa sehr beliebt. Deshalb haben wir ein Cross-Country-Modell geschaffen, das perfekt zugeschnitten ist auf diese Sportart. Die FX450 wurde speziell für Cross-Country-Einsatz entwickelt. Sie ist nicht zulassungsfähig und hat dadurch keine Komponenten wie Licht und Blinker. Bei der FX kommt eine Close-Cartridge-Gabel mit einer speziell dazu entwickelten Gabelbrücke zum Einsatz. Die Fahrwerksabstimmung ist für Cross-Country-Einsätze entsprechend scharf abgestimmt. Weitere Unterschiede der FX zur FE ist das 19 Zoll Hinterrad und der speziell geformte Rennteillenker. Darüber hinaus werden auch einige MX-Piloten im Nicht-Profibereich auf die FX450 setzen und ihr einzigartiges Handling zu schätzen wissen. Das speziell für Supermotor abgestimmte Close-Cartridge-Fahrwerk, die gefräste verstellbare Gabelbrücke, die Vierkolben-Radialbremszange und der gekürzte Vorderradkotflügel und natürlich noch die Tubeless 17 Zoll Räder machen die Huserberg FS 570 zur vollwertigen Supermoto. Bei der Huserberg FS 570 werden erstmals die neu patentierten Tubeless Räder verbaut, welche zur Gewichtsreduktion und zur Betriebssicherheit dienen. Neben den ganzen technischen Neuerungen und der Tatsache, dass es dieses Paket so im Shop zu kaufen gibt, haben unsere Designer der Huserberg FS 570 ein eigenständiges Design verliehen.